kenne meine Frau nicht anders als Dancing Queen. Das ist sie immer schon gewesen. Sie hat so schön dafür gebrannt und ihre Augen haben geleuchtet, als sie davon erzählt hat. Da habe ich gesagt, du, ich komme zur Premiere und ich weiß ja auch, dass sie eine großartige Künstlerin ist. Und sie singt ja nicht nur super, sie tanzt ja auch toll. Aber ist ja eine Kultur, die das ganze Tanzen auch geprägt hat. Die Musik, das freie Tanzen, die ganzen Bewegungen, alles wird ja wieder irgendwie mitgenutzt, auch bei Let's Dance und eingefügt. Also ohne Aber geht es einfach nicht. Ich bin heute hier, weil ich Stefanie Hertel sehr schätze. Als ich eingeladen worden bin, habe ich gesagt, da komme ich und gucke mir das gerne an, mit dem Wissen, dass sie das hundertprozentig schaffen wird. Ich war gespannt und ich denke, die macht das großartig. Ach, wie geil ist das denn? Meine Steffi, also man ist ja, wenn man einmal sich zusammen nackig gemacht hat, ne, das ist ja, das verbindet ja fürs Leben, möchte ich fast sagen. Und deswegen dachte ich, meine Steffi, ich habe ihr auch direkt geschrieben, Steffi, wie toll ist das denn? Sehr aufgeregt, aber auch glücklich, weil ich genau weiß, dass es für Stefanie eine Erfüllung ist, in diesem Musical jetzt eine Hauptrolle zu spielen. Du bist die Dancing Queen. Wunderbar. Ich finde sie fantastisch. Wirklich. Sie bringt so eine, ja, was soll ich sagen, so eine Freude rüber. Und sie hat eine fantastische Stimme. Großartig, großartig. Also sie hat sich so toll da eingefügt. Die strahlt und glänzt. Und es war wirklich, also ich bin ganz fasziniert. Sie hat das großartig gemacht. Als ob sie noch nie eine andere Rolle gespielt hätte. Nee, ist so geil. Wirklich cool. Richtig Spaß zuzusehen. Man möchte am liebsten aufspringen, mittanzen, mitfeiern. Was sie unheimlich gemacht hat. Alleine die ganze Choreografie ist ja ein Aufwand, der überhaupt nicht auffällt. Ich bin wie beseelt. Und ich habe auch schon leider geweint. Es tut mir so leid, weil das ist, finde das so rührend und so, so echt und authentisch. Also ich bin ganz geflasht. Steffi, du bist so toll. Ich habe sie so noch nie gesehen. Ich sehe sie eigentlich mehr natürlich, ungeschminkt und mal im Dirndl. Und das war da natürlich der Moment, wo man auch einen großen Applaus gespürt hat, weil das einfach natürlich Spaß bringt, in welche Rolle sie geschlüpft ist. Also ich fand Steffi phänomenal. Die hat einen mitgerissen, es hat so viel Spaß gemacht. Ich wollte am liebsten aufstehen, mittanzen. Gerade auch zu diesen ganzen Klassikern, diese typischen Melodien von ABBA. Hat echt Spaß gemacht.